Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Belleron im LS22. Die Helfer sind natürlich wieder hilfreich und alle am Arbeiten. Der Deutz, ich warte eigentlich gerade auf den Düngerstreuer, damit wir den aufs nächste Feld setzen können. Denn das Getreide und der Raps muss noch einmal gedüngt werden. Ja, fertig. Fertig, fertig, fertig. Fertig. Jawohl. Ja. Arbeit beendet. Und dann kannst du hier nochmal bitte düngen. Und dann wollte ich mal was nachgucken auf dem Hof. So, du kannst weiterfahren. Hof, Hof, hier. Genau, wir haben ja ein Getreidesilo, aber unsere Sojabohnen liegen ja immer noch in der Halle. Die hatte ich ja damals, glaube ich, reingekippt, weil wir uns da das Silo noch nicht leisten konnten. Ja. Die müssten allmählich mal langsam entweder ins Silo oder abverkauft. Ich würde eher sagen, ab ins Silo. Hier haben wir auch noch Kalk rumstehen. Dann müssen wir bloß auf den Glas warten. Dass wir das in einen Hänger schaufeln, damit das ins Silo kommt. Denn in den nächsten ein, zwei Monaten sollte der Preis zumindest so gut sein, dass wir es verkaufen können. Oder zweite Idee. Zweite Idee. Aber dafür fehlt uns. Ja. Nee. Die zweite Idee wird nichts. Ich dachte an so einen kleinen Schweinestall, aber dafür fehlt uns einfach zu viel. Vor allen Dingen das Geld. Das ist gerade eher so ein Manko. Wir haben zwar genügend Sachen, die wir verkaufen können, aber wenn das Geld nicht da ist, dann nützt uns das alles nichts. Hier liegen nämlich unsere wunderbaren Sojabohnen. Ich denke mal, knapp 20.000 Liter werden es auch sein. Also knapp 40.000 Euro. Wir müssten aber mal wieder Silageballen pressen. Ne? Heuballen haben wir noch ein paar. Uns fehlen eigentlich bloß Silageballen. Dafür müssten wir warten, bis das Feld denn reif ist. Damit das denn auch klappt. Euch geht's gut, ne? Bis auf noch 302 Liter Stroh. Ich wollte gerade sagen, bis auf Stroh habt ihr hier alles drin. Also Futter haben sie auch definitiv genug. Ich glaube, die Rinder haben gar keinen Stroh mehr. Ein bisschen Mist haben wir. Knapp 40.000 Liter. Das sage ich immer. Habe ich den Miststreuer drin? Ich hatte ja letztes Mal von einem Miststreuer, beziehungsweise auf der Marsch, hatten wir einen Miststreuer, einen ganz, ganz kleinen Lütten, der aber eher geeignet war, um Oliven oder. Nee, habe ich gerade nicht mehr mit drin. Mist. Oder ist es der? Nee, der ist es nicht. War das der? Nee. Hatte ich einen Miststreuer drin, der nach links und rechts so eine wunderschöne Schwart auslegt. Und damit dann die Oliven oder Trauben damit düngen kann. Die muss ich nochmal mit draufnehmen. Der wäre ja gar nicht mal so schlecht.
Dann müssten wir kein Geld ausgeben für Dünger. Der Pflug hat aber auch nicht mehr viele Bahnen, ne? Der macht das ganz gut. Der Steinesammler kommt auch sehr gut voran, finde ich. Boah, fast die Hälfte der Punkte hat er jetzt abgearbeitet. Der Düngerstreuer dürfte. Okay, der ist fast fertig. Dann könnte ja der John Deere, um schon mal vorbereiten, gleich zur 33 fahren, ne? Auf der 15 ist ja auch nichts drauf. Aber erstmal die Felder hier unten und danach machen wir die Felder da oben. Soweit fertig. Ja, zwei, drei Bahnen noch. Der hat auch noch zwei, drei Bahnen. Klappt eigentlich ganz gut. Nur das Geld schwindet. Ich hoffe, dass am nächsten Tag wieder genug Lohnermissionen da sind. Aha. Dass wir auch wieder ein bisschen Geld verdienen können. Oder wie viel haben die Fabriken schon produziert? Ja, Zucker hatten wir ja erst. Wir hatten ja erst alles verkauft, aber. Mehl haben wir ja gar nicht mehr. Oder hatte ich was bei der Mühle stehen lassen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das haben wir alles in Geld umgemünzt. Ja. Es ist so, wie es ist. Ja, diese und die nächste Bahn noch, dann ist der Glas fertig. Dann haben wir eins zum Schaufeln. Wenn ich hier fast im Überlegen, ob wir die Sojabohnen jetzt schon verkaufen. Bei 1700. Und den Mais auch. Dann haben wir zumindest wieder Geld. Oder genügend Geld, um weiter voranzukommen. Der Steinesammler ist wieder voll. Bevor uns am nächsten Tag das Geld ausgeht. Müsste gleich nochmal nachgucken, wann man am besten den Mais verkaufen kann. Wann der Preis dafür am höchsten ist. Also Sojabohnen dauern ja noch 2, 3 Monate. Der Mais weiß ich jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf. Zuckerrüben können wir auch bald noch 100.000 in die Zuckerfabrik kippen. Und die haben wir noch nicht angepflanzt. Das dauert wieder, bis wir die ernten können. Da ist jetzt der Glas fertig geworden. Gerade oben rechts ist er am, ich habe ja gesagt, jammern, dass er weitermachen möchte. Gut, ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Einfach mal letzter Wegpunkt. Viel Spaß. Genau, und du bist ja fertig. Mais. Im Juli. 894.
sind 2 Monate. Mal gucken, ob wir uns noch so über Wasser halten können. Denn mal gucken, wie teuer das ist, jetzt den Glas zu reparieren. Wenn man schon kein Geld hat, dann kann man es wenigstens ausgeben, ne? Zucker kriegen wir ja auch am nächsten Ingame-Tag, von daher. Das sollte ja klappen. Hoffe ich, denke ich. Da ist Zucker. Yay. Freue ich mich schon, die erste Schokolade zu verkaufen. Hat auch Schokolade, oder? Yep, Schokolade. Butterkäse. Also Milch ist genug da. Zucker ist auch genug in der Fabrik. Sollte ja denn klappen. So, mal gucken, ob mich gleich die Kosten erschlagen. Erstmal tanken. Der Johnny ist fertig. Dann kann der John Deere eigentlich gleich schon das nächste Feld vorbereiten. Knapp 500 € wieder für Sprit. Zumindest, oder andersrum, ich hätte gerne 2, 3 Felder angepflanzt, bevor wir den nächsten Ingame-Tag reingehen. Da wir jetzt gar nicht so die größte Arbeitsbreite von der Seemaschine haben, kann das ein bisschen dauern, aber ich hätte auch nichts dagegen, jetzt schon wieder Zuckerrüben oder so anzupflanzen mit der Einzelkorn. Muss aufgefüllt werden. Ach, die Seemaschine. Ich habe gerade überlegt, was soll denn aufgefüllt werden, aber nee. Die Seemaschine muss ja aufgefüllt werden. Gut, dann kannst du aber erstmal das Feld ganz normal abpflügen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und dann pflügen wir das später ein bisschen größer. So, den ersten Wegpunkt findest du ja in der Regel alleine, oder? Was sagst du? Ich wollte dir gerade helfen. Gut. Will sie nicht? Fahren wir einmal übers Sargbett? Wir fahren einmal übers Sargbett. Einmal den Weg abkürzen. Steht hoffentlich noch Saatgut drum. Oder was hatte ich hier stehen? Kalk. Warum habe ich Kalk gekauft? Egal. Gut, das hatte sich erledigt. Dann müssen wir noch einen Beutel kaufen. Da schwindet das Geld. Ich hoffe ja, dass es am nächsten Ingame-Tag wieder so schöne Missionen gibt. Dann können wir noch einen Beutel kaufen.
Dass wir zumindest über die Runden kommen. Nee, Licht wollte ich nicht anmachen. Ich wollte eigentlich rückwärts fahren. So, jetzt steht hier wieder ein Beutel rum. Nicht so wild. Den Autofahrer mal nicht den Weg abschneiden. Das könnte mir übel nehmen. Ja, wie ist das denn mit reparieren? Wie pleite sind wir denn? Wahrscheinlich sehr pleite, ne? 7000, also knapp 8000. Oh. Also ich hätte beinahe gesagt, den Mais und die Sojabohnen werden wir verkaufen. Dann sind wir wenigstens wieder flüssig und können, tja, ich habe beinahe gesagt, weiter investieren. Stimmt aber nicht ganz. Weiter existieren stimmt jetzt auch nicht, weil dafür haben wir dann wieder zu viel Geld. Auf jeden Fall kriegen wir dann alle Felder angepflanzt und können alles machen. Helfer bezahlen. Etc. Aber dafür müssen wir es erstmal schaufeln. Ne, den Düngerstreuer brauche ich ja nochmal, ne? Die Sämaschine hat ja keinen. Keine Düngerfunktion. Schaufel? Da ist Schaufel. Der kleine Kipper steht hier auch rum. Dann fangen wir doch erstmal an zu schaufeln. So, Deckel auf. Hatte ich recht? Dürfen es Sojabohnen sein, ne? Ja. Wird ein bisschen länger dauern. Aber wenn wir das raus. Wir könnten auch nochmal. Haha. Anstatt Silage und. Anstatt Sojabohnen und Mais zu verkaufen, könnten wir auch Silage verkaufen. Fällt mir gerade so ein. Denn das fressen die Kühe eh nicht mehr weg. Also nicht mehr so schnell. 298.000 Liter. Ja, dann können wir auch Silage verkaufen. Dann machen wir das. Schön mit der Schaufeltechnik. Bis wir uns dann irgendwann mal ein Förderband leisten können. Oder was kostet ein Förderband in der Miete? Einmal das hier. Miettechnisch. Okay. Ein Witz, 255. Und das andere. Knapp 2000. Wird aber schneller gehen, ne? Ich würde mir das einfach mal mieten. Dann müssen wir nicht dauernd schaufeln und das geht alles ein bisschen schneller. Ich wollte eigentlich da lang. Gut, dass wir Pflegebereifung haben. Haha. Ich weiß gar nicht, wer von euch alles noch hier über das Feld abkürzt. Aber ich könnte vermuten, die Hälfte. So. Mit dem Förderband werden wir da natürlich nicht mehr rüberfahren. Da fahren wir schön außen rum. Und dann laden wir erstmal die
Sojabohnen ins Silo. Dann können wir die da jederzeit wieder rausholen und dann verkaufen wir 1, 2, 3 Fuhren Silage. Von mir aus auch 200.000 Liter Silage. Mal gucken, was das gleich an Geld bringt. Dass wir flüssig sind. Was bringt gerade Silage? Ja, du darfst. Da. Hier. 331 beim Viehmarkt. Das ist gar nicht mal so unübel. Bin ich ja fast im Überlegen, ob wir zuerst Silage aufladen. Aber wir gönnen uns die Zeit, oder? Dann hat das Häckseln mehr als nur einen Sinn gemacht. Das Maishäckseln. Dann würde ich jetzt aber schon mal sagen, weil der Schuh drückt und ich gleich zur Arbeit muss, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Heute Abend kommt ja noch mal die Niemandsland mit einer neuen Folge. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, doch, doch, kommt hin. Ein wunderschönes Wochenende. Und dann sehen wir uns entweder heute Abend oder morgen wieder, wenn ihr mögt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, weil dann werden wir, ne, hier schön Silage und Sojabohnen verladen. Ohne zu schaufeln. Hihi. Nicht gegen die Wand. So, ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis denne.